Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft Hexit. Während mein Laptop wieder pünktlich anfängt zu rattern. Und das erste, was ich mache, ist erstmal ein paar Gegenstände ablegen. Aber ich wollte erstmal gerade gucken, ob ich hier ein paar Piraten erspähen kann. Nein. So, dann wollen wir hier ein paar Sachen ablegen. Tun wir mal das hier rein. Das hier. Hat wer Zuckerrohr? Ich habe ganze zwei Zuckerrohr. So, gebratenes Hühnchen. Was nehme ich denn alles an das Mick? Ich habe noch ein einziges Steak. Gebratenes Schweinefleisch. Das könnte ich komplett mitnehmen. Genau, hier, dann kommt mal das her. Was haben wir hier? Smaragde. Sunflower Seed. Oh, da interessiert sich einer nicht für Zuckerrohr und Hexe. Da ist jemand aber ganz von sich überzeugt. So, was brauche ich denn alles nicht? Das kann hier noch mit rein. Dieser Enderman geht mir ein bisschen auf die Eier, muss ich sagen. So, die Angel ist noch wichtig. Dann tue ich noch hier das Schwert rein. So, geheime Truhe ist ready. So, kann ich hier noch ein bisschen was reintun? Hier den Redstone zum Beispiel. Kohle nehme ich mal mit. So, das, den Rest, das, ja, das passt eigentlich so alles. So, was habe ich vor? Erstmal gucken, sind hier irgendwelche Gestalten drin? Nein. Okay, was mache ich zuerst? Erkunde ich erst die Insel, weil die Piraten scheinen ja ausgeflogen zu sein, oder snacke ich mir vielleicht ein Piratenschiff oder so? Ich habe mir hier meine Koordinaten immer noch brav auf meinem Zettel aufgeschrieben, also ich würde auf jeden Fall zurückfinden. Ich glaube, ich guck mal nach dem Schiff. Mal gucken, ist hier was? Ne, alles safe. So. Dann nehmen wir uns mal das gute Boot hier. Gucken wir uns doch mal das hier an. Ist nur ein Moment, am Arsch. Das gucke ich mir nicht an. Ich nehme mir mal dieses kleine da, worauf ich gerade zufahre. Das kleine Schiff da, das werde ich mir snacken. Habe ich noch Pfeile? Ich habe noch 26 Pfeile. Sehr gut. So. Da ist das Schwein, mit dem ich kollidiert bin. Und da ist das Schiff. Okay. Ich fahre mal ein bisschen weiter weg. So. Ja, Schwein, ich weiß. Es ist ziemlich nass hier. Okay, steigen wir mal aus. Ich kann die Kiste von hier aus looten. Ne, kann ich nicht. Ah, doch, kann ich doch. War nur gerade leicht verzögert. Oh, jetzt geht mein Laptop wieder ab. Wow. Nein, nicht runterfallen. Ist da niemand drin? Habe ich da nicht noch einen Piraten mit einer Goldrüstung gesehen irgendwie? Okay, ein Marsch. Okay. Das hier scheint so eine Art Kammer zu sein. Was haben wir denn hier? Melonen haben wir ja. Brot haben wir. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Essen. Äpfel. Jetzt packen die Äpfel nicht zusammen. Okay, die Kiste nehme ich mal mit. Ist hier hinter irgendwas?
breche das mal gerade auf. Nicht zu sehen. Ne, hier ist echt nichts. Magere Ausbeute. Tja, ich würde sagen, alle ausgeflogen, ne? Hier ist niemand mehr. Das Schiff gehört uns. Das Segel finde ich cool. Das Segel hat echt was. Tja, erfolgreich geentert. Die Sachen gehören uns. Ist das eine Whetstone-Fackel da? Ja, scheint so. Okay, ein bisschen was zu essen weggesnackt. Hab ich zufällig... Nee, hab ich nicht. Ha, nehme ich das Schiff jetzt auseinander? Die Wolle hätte ich gern. Moment, ich mache hier mal... einen kleinen Stein. Ja, den sieht man ja wunderbar mit dem... Egal. Ich wollte mir nur gerade eine Markierung setzen, dass ich weiß, dass ich das Ding schon geplündert habe. Okay, was könnte man denn noch plündern? Was ist denn das da zum Beispiel? Schiff, wenden. So, diese Richtung einschlagen. Ich habe da etwas auf meinem Radar, mit dem ich nicht ganz was anfangen kann. Tintenfische aus dem Weg, Captain Blub kommt. So, das Ding da worf ich gerade zum Steuer, was ist das? Ui, das sieht mir nach einem... nach einem Kampfturm aus oder so. Was ist da drin? Ich weiß es nicht. Oh oh. Gib Gasboot. Aua. Was soll das denn werden? Willst du mich verarschen? Du Wichsskelett. Glaubst du, du kannst besser schießen als ich, hä? Bam, Junge. Ja. Da guckst du blöd, was? Okay, Seekampf, Attacke Boot, in die Richtung, pow. Oh, das war leicht drüber. Verdammt, das war ins Wasser. Na komm schon, und go. Das darf nicht wahr sein. Alter, sag mal, ich treffe den nicht, ne? Oha, Alter, Junge. Na, Boot, wirst du wohl aufhören zu wenden hier. Ohne Spaß, wieso treffe ich den nicht? Okay, go. Irgendwie treffe ich den nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Hä? What the fuck? Ah, jetzt habe ich ihn getroffen. Okay. Ich muss extrem stark neben dem zielen. Der Turm geht sowohl nach unten als auch nach oben. Das könnte ich theoretisch einnehmen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Das spawnt halt immer mehr Viecher. Lohnt sich das? Ich weiß es echt nicht. Dark Queen left the game. Fragt sich, was da noch drin ist. Ein Skelett- und Spinnspawner, okay.
Wow, what the fuck? Alter. Die fallen von da ganz oben runter, okay. Meine Abgangsspinne. Ach, das ist so ein Turm, wo oben Löcher drin sind, ne? Glaube schon. Alter, wie viele Spinnen da sind. Na ja. Alter, aua. Ja, es tut weh. Mach einen Abgang. Oh oh. Na ja. Ja, komm, jetzt treff doch mal hier. Zack. Und weg. Und weg. Und weg. Du machst auch einen Abgang. Ja, Leute, hier im Wasser zu kämpfen ist ein bisschen dämlich, ne? Wisst ihr selber, ne? Alter. Springt mir eine Spinne direkt vor die Fresse, ey. Ah. Alter, die kommen alle von oben runtergefallen, das ist doch ein Scherz. Wo ist mein Boot? Da. Ach, die Spinnen kriegen Schaden, weil die dort festhängen. Ich weiß echt nicht, ob ich in so einen Tower rein will. Aua. Aua. Ah, komm, stirb, 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 stirb. Alter, ich kann das nicht in Ruhe abbauen. Abgang. Da komm, da komm, da komm, da komm. Sehr gut. Da komm, da komm, da komm. Sehr gut. So. Ach, sehr gut. Komischer Turm, ja, komischer Turm. Alter, wie viel da oben sein müssen. Na egal, ich denke mal, wir können das mal in Ruhe looten. Was haben wir denn hier drin? Melonen, Erde, sehr gut. Lol. Da kommt irgendwas durch Wasser. Sand, Erde, hahaha, Faden, Feder, Kürbisse. Na, hat es jetzt nicht so gelohnt, die unterste Etage? Okay, go. Na du? Höhlenspinne, aua. Okay, go. Ach du Scheiße, wie viele da drin sind. Du machst einen Abgang, du machst einen Abgang, so. Alter. Aua. Weg, 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 weg. Alter, wie viele sind das? Ein Creeper. Na, fantastisch. Nein, 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 nein. Und go, 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 go. Sehr gut. Autsch. Boah, okay. Leben regenerieren. Go, go. In den Gang. Aua. Alter, Alter. Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch.
Da oben sind Löcher. Rückzug in Etage 1. Die Erde hätte ich nämlich jetzt doch gerne. Ist mir so ganz spontan gerade eingefallen. So. Guten Tag. Na du Ski, aua. Stirb. Mein Schwert ist nicht weg. Alter. Nein, nicht mit der. Jetzt hau ich den mit der Fackel. Alter. Hallo? Schwert? Hallo? Wieso kann ich das nicht zubauen? What the fuck? Ja, super. Jetzt ist der ganze unten durchgefallen. Ist das ein Stress? Jetzt kommt er wieder hochgelaufen, willst du verarschen. Alter, sag mal. Was geht in Ruhe? Hä? Was kann ich denn jetzt dran bauen? Ich kann den nicht zubauen. Und Spaß, ich kann nicht zubauen. Doch jetzt. Alter, was ein Stress, ey. So, ich will jetzt Martin in Ruhe looten können. Ich mach mal jetzt hier beides gerade zu. So. Meine Fresse, ey. Alter, hier haben wir einen Steinspeer. Okay, Pfeile nehme ich gerne mit. Jeder Stiefel, Cobblestone, boah. Lohnt sich bis jetzt ja noch nicht so wirklich hier drin, der Tower. Na, herzlichen Glückwunsch, sind wir schon im nächsten Kandidaten. Ich glaube, ich verziehe mich wieder. Ich glaube, bis ganz oben schaffe ich es mit dieser Ausrüstung noch nicht. Und Girolimo. Außerdem sieht meine Rüstung sowieso nicht mehr so mega gesund aus. Aber na, haben wir schon mal zwei Etagen des Towers gemacht. Ich glaube, oben gibt es einen richtig geilen Loot, aber an den traue ich mich noch nicht heran. Ich könnte mal ein bisschen Richtung Süden fahren eigentlich. Was haben wir denn so im Süden? Vielleicht noch so ein paar kleine Piratenschiffe, die ich mitnehmen könnte. Die schaffe ich ja mittlerweile. So ganz große Piratenschiffe, da ist ja auch so ein komischer Piratenboss drauf. Ey, gegen den habe ich noch keine Chance. Da haben wir eine fliegende Insel. Fahren wir ein bisschen so schräg. Mal gucken, was sich da auf der Map auftut. Da sehe ich eine Insel. Da sehe ich auch eine Insel, sogar eine ganz schön große Insel. Sogar eine richtig große Insel. Eine richtig fette große Insel. Aber geil. Ich dachte, sowas gibt es gar nicht. Eine zweite richtig fette große Insel. Die ist groß. Ach, das ist dieses megamäßige Awesome-Dschungel-Biom. Black Bear. Okay. Hier könnte es ein paar richtig geile Rohstoffe geben. Mal gucken, gibt's hier... Was ist das denn da? Ach du Scheiße.
Schipper war ein bisschen außenrum. Sieht interessant aus. Alter, was für ein Megabäuer einfach nur. Boah, hier könnte man auch hinziehen, oder? Hier geht es ja so richtig heftig weiter. Leck mich am Arsch. Ich steig mal aus. Ein bisschen Kohle. Kohle haben wir sowieso ein bisschen Mangel. Das heißt ein bisschen, wir haben eigentlich fast gar keine Kohle mehr in unserem Lager. So, die Kohle nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Na komm, so. So, was haben wir da noch? Da haben wir Whetstone. Den kann ich ja hier auch mal mitnehmen. Ein bisschen Whetstone, aber auch Eisen. Ja, sehr gut. Eisen nehme ich immer gerne mit. Wow. Alter, bin ich. Ich dachte, da steht etwas. Da ist das so eine komische Blume hier. Aber es ist ja richtig viel Eisen. Oh, ein Vögelchen zwitschert. So, nehmen wir mal die ganze Kohle hier mit. Können wir uns wenigstens mal endlich einen ordentlichen Vorrat machen. Hier war doch noch mehr. Ich hatte doch hier eben noch was anderes gesehen. Das weiß ich ganz genau. Da. Ist das Lapis Lazuli? Ich glaube schon. Ich weiß das gar nicht mehr in diesem Standard-Texture-Pack. Ja, doch, das ist das, oder? Ja. Ob das hier in diesem Hexit endlich mal zu was zu gebrauchen ist? Im Normalen ist das ja eigentlich zu nichts gut. Der Server leckt gerade ein bisschen, kann das sein? So, gibt es hier eine Stelle, wo ich ein bisschen ins Landesinnere kann? Was ist das denn da? Oh, ich glaube hier, ohne Spaß, ich glaube hier sehe ich mich mal ein bisschen um. Na komm, steig aus. Hallo? Aussteigen? Musste ich jetzt crashen? Ich kann gerade nicht irgendwie nicht aus meinem Boot aussteigen. Hallo? Okay, ich muss dich gerade backquetschen, tut mir leid. Geht auch nicht. Lol, jetzt wurde ich durch die Gegend teleportiert, na hammergeil. Was ist das denn da? Nicht schlecht, hier könnte man echt hinziehen. Was soll das da sein? Soll das so eine Art Brunnen sein? Da scheint echt ein Brunnen zu sein. Ist hier was Besonderes drin? Irgendeine versteckte Kiste oder so? Ich komme nicht mehr raus. Okay. Hühnchen, lasst ihr euch am Leben? Ja, ich lasse euch mal am Leben. Alter, wie riesig das Land ist ohne Spaß. Ich ziehe hier hin.
Hier muss ich auf jeden Fall hinziehen. Na, aber guck ich mir mal ein bisschen dieses... was haben wir denn da? Eine Höhle. Okay. Ich glaube, wir machen gerade mal eine kleine Höhlentour. Wir müssen ja eigentlich Holz mit haben für ein Crafting Table, weil meine Eisenspitzhacke macht langsam Abgang. Okay. Ich hoffe ja mal auf ein paar Diamanten, ehrlich gesagt. Diamanten habe ich so noch so gut wie gar nicht gefunden. Da leuchtet was. Da oben sehe ich Redstone. Da oben sehe ich auch Redstone. Hier sehe ich überall Redstone. Da teilt sich die Höhle, da geht sie wieder nach draußen, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Redstone hier eigentlich brauchen. Das kann ich nicht sagen. Was ist das hier eigentlich? Okay. So. Was ist das denn hier? Oh, das hätte ich vielleicht mit was anderem abbauen sollen. Okay. Habe ich hier irgendwie Lichtfehler oder soll das so sein? Okay, hier ist eine Sackgasse. Naja. Ich hatte mir jetzt ein bisschen mehr oft, ehrlich gesagt. Aber okay. Man soll nicht meckern. Ich glaube, hier ziehe ich trotzdem hin. Es hätte auch den Vorteil, dass ich dann endlich mal umziehen kann und nicht mehr Probleme habe mit meinen Aufnahmen, dass ich irgendwie quasi zwangsläufig irgendwie verrate, wo ich gerade bin, weil man das ja in meinen Videos sieht. So, nehmen wir mal alles mit. Sollte mal aufpassen, dass von da aus nichts kommt. Habe ich hier gerade Schritte gehört? Okay, also ich glaube, einen Kohlevorrat haben wir mittlerweile zu Genüge. Lol. Da sind die erstmal akkurat runtergefallen, okay. Wieso kann ich die nicht aufnehmen? Weil ich voll bin, natürlich. Hier die scheiß Eisengitter brauche ich nicht. Ich habe nur noch 3 Fackeln. Was ist denn hier? Kann ich auch nicht aufsammeln. Visierungsmittel, was haben wir hier? Glowstone Shop. Nice. Okay. Wow. Und Diamanten. Okay. Dumm, die dumm, die dumm.
Ja, sehr gut. So und so. Okay, aber ich würde mal sagen, bevor wir uns die Schlucht ein bisschen genauer ansehen, mache ich mal einen kurzen Cut. Bis sofort.